Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu das schwarze Auge Blackguards. Ich habe das letzte Mal das Quest geschafft. Ja, das Quest geschafft ist gut, ne? Nämlich die Frau zu befreien. Jetzt habe ich irgendwie sau viele Abenteuerpunkte bekommen. Für was eigentlich? Weiter nach Süden ist die Hauptquest. Höchstwahrscheinlich geht es dann noch weiter jetzt. Ich möchte aber gerne nochmal nach Wobran zurück, weil wenn ich nämlich jetzt gerade 200 Abenteuerpunkte habe, dann will ich mir jetzt auch für den Zauberer. Was wollt ihr? Die Fertigkeit ausweichen kaufen. So. So, ich dachte schon, warum hat denn der jetzt den Schuss da? Nein, du sollst ausweichen. Genau. Da habe ich nämlich auch lange drauf hingespart hier. So, zack. Und damit sollte er zumindest nicht mehr so häufig getroffen werden. Ich meine, er hat jetzt mit dem Stab zwar eine Parade von 9, aber ein Ausweichen von 8. Das Ausweichen sollte ihm helfen gegen Fernkampfattacken. So. Dann, der Zwerg hat 250 und Arnim Beile hat auch 250. Dann, was können die halt jetzt noch machen? Wollte der jetzt nicht noch... Nein, ich wollte jetzt nicht nach Items gucken. Wollte der jetzt nicht noch irgendwie... Achso, bevor ich weitermache. Speichern, genau. Neu. Droll 9, ne? So. Was wollt ihr? Ja, ich will noch mal gucken bei dir. Wir möchten etwas bei dir könnte ich höchstens noch den einlernen. Du brauchst nichts. Du hast das auch schon. Du hast das auch schon. Alles klar. Also bei dir kann man nichts mehr lernen. Ich glaube, das Einzige, wo man noch was lernen konnte, war jetzt noch in Drohl. Genau. Dann gab es noch einen Lehrmeister, nämlich glaube ich hier oben bei den Gärten. Was ist denn? Alborn heißt er. Wir möchten etwas lernen. So, und was kann man bei dem hier lernen? Man könnte hier lernen beidhändigen Kampf. Gut, das braucht die jetzt nicht. Braucht er im Prinzip eigentlich auch nicht, weil er greift entweder mit einer Zweihandwaffe an oder kämpft mit Schwert und Schild. Ne? Könnte sogar Rüstungsgewöhnung, aber ich glaube, die macht ihm momentan auch nichts. Und die Finte, ein angetäuschter Schlag, der den Gegner irritiert und so Parade und Ausweichmanöver des Gegners erschwert. Jo, naja, gut. Ich glaube, der Wuchtschlag ist Attacke minus 5, Schaden plus 5. Ne? Ist, glaube ich, mit am wichtigsten. Kannst du hier noch irgendwas lernen? Aha, hier Rüstungsgewöhnung, okay. Habe ich ja sowieso nichts. Und Schildkampf, ah ja, nee, komm. Was machen wir denn sonst mit den Punkten? Meine, wäre natürlich sinnvoll, hier den Bogen endlich noch weiterzumachen, damit du mit dem Bogen wirklich vorankommst, ne? Damit du halt auch wirklich gut schießen kannst. Auf der anderen Seite mal die Talente. Moment, die ist auf 8. Wildnisleben ist auf 8. Auf 8, auf 8. Tierkunde ist nur auf 4. Okay, das ist nicht ganz so wichtig. Nee, dann... Weil andere Sachen sind, glaube ich, gar nicht so wichtig hier, ne? So, das heißt, dann jetzt wirklich die hier jetzt 130. Und dann haben wir noch 120. Ja, dann fehlen mir noch 20. Dann kannst du hier den Bogen auf 14 machen. Und dann sollte auch wirklich bald aus jeder Lage ich schießen können. Fernkampf 21, ne?
Ja, Fernkampf aufs Maximum bringen. Und der Zwerg, nein, das sollten wir nicht. Talente. Der könnte jetzt den hier natürlich auch seine Hiebwaffen. Das hat er jetzt auf 11. Damit ist er eigentlich schon mit 16, 12 schon richtig gut, ne? Aber hier wäre es sicherlich gut, wenn er nicht so leicht niedergeworfen wird. Mal gucken, wie weit wir kommen. 50. Ah, okay, eine Sache kann man auf 8 bringen. Ah, das ist, um die Wunden abzuwehren. Dann machen wir lieber mal das, um die Wunden abzuwehren. Und hier noch Körperbeherrschung. So, damit wir das zumindest schon mal auf Stufe 2 halt haben, ne? Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung. Gut. Und der hat das jeweils auf 4. Okay, das sollte erstmal reichen. Du hast halt noch, damit du deinen Bogen weiter verbessern kannst. Okay, gut. Ich glaube, damit können wir vorangehen. Sehr schön. Ab zurück zum Marktplatz. Woran mit euch? Seht euch. Was haben wir denn Schönes hier jetzt an Items? Haben wir noch irgendwelche Waffen? Wir haben noch 51 Jagdpfeile. Wir haben Jagdbolzen. Die Jagdbolzen können wir wegtun. Wir haben einen Beil gekriegt. Hiebwaffen. 1W6 plus 3. Ich glaube fast, dass du hier eh was Besseres hast, ne? Ja. Ihr werdet zu. Können. Dann kriegst du das Beil auch noch verkauft. Und wir haben wenigstens ein paar Dukaten. Und da ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, noch mal kurz speichern. Da ist die Heilerin, der brauchen wir auch kein Geld zu bezahlen. Wenn wir jetzt in die neue Stadt kommen. Was jetzt? Weiter nach Süden, über die Grenze, aber nicht auf der Straße. Dieser Rechtswahrer will uns töten und ich habe keine Lust zu sterben. Guten Tag. Guten Tag. Können wir helfen? Sie brauchen wir lebend. Der Zwerg und der Südländer können sterben. Na super. Hätte ich mich doch mal vorher regeneriert. Also, niemals ohne Regeneration weitergehen. Alles klar. Also erstmal eine Rast einlegen, ne? So. Ich kann ja hier oben rasten. Hab ja noch 4 Rationen übrig. Und damit bin ich wieder voll, ne? Mal die letzten 2 Punkte den Zwerg mal auf 50 Punkte kaufen, ist natürlich auch was, ne? Magier dann irgendwie mal auf 35 Punkte kaufen, dass wir halt so gerade Zahlen haben oder sowas, ne? So, jetzt sind wir wenigstens ausgeruht. Dann können wir jetzt runtergehen. Dann kommt jetzt der Kampf, ne? Und was jetzt? Weiter nach Süden, über die Grenze, aber nicht auf der Straße. Dieser Rechtswahrer will uns töten und ich habe keine Lust zu sterben. Guten Tag. Guten Tag. Können wir helfen? Sie brauchen wir lebend. Der Zwerg und der Südländer können sterben. Okay, sie brauchen wir leben. Der Zwerg und der Südländer können sterben. Wen haben wir hier? Einen Häscher. Noch einen Häscher. Noch einen. Also 1, 2, 3, 4. Okay.
Was haben wir denn hier für Typen? Das ist ein Bogenschütze. Das ist ein... Was hat der denn da? Ah, okay. Das ist ein Rapierkämpfer. Noch ein Rapierkämpfer. Und noch ein Bogenschütze. Alles klar. Gut. Da der da zu weit hinter der Deckung ist und der nicht, würde ich mal sagen, geht die gute Dame jetzt erstmal nach hier drüben. Und kümmert sich direkt mal um diesen Bogenschützen. 13, das ist sehr schön. Du kannst mal auf den draufhauen. Oh, daneben. Alles klar. Gut. Kannst du den da treffen? Jetzt kannst du ihn treffen, ne? Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Mann, das darf nicht wahr sein. Gift? Jetzt wurde er vergiftet. Die haben schön beide Gift. Klasse. Okay. Bei Angriff. So, 12. Und du bist trotzdem dahin. Und dann... Was hat denn der jetzt? Der hat... Hat immer noch 9, ne? Ah ja, der wurde nicht richtig getroffen. Jetzt ist er weg. So. Ich bin vergiftet. Schon wieder vergiftet. Ha, wunderbar. Platt. Du kannst dich mal hier dahinter verstecken, glaube ich. Oder? Yep, genau. Da muss der olle Bogenschütze nämlich rauskommen. Und du auch. Gehst ein Stück nach hinten. Und nochmal ein starker Schuss. 11, okay. Nicht ganz so stark, wie ich dachte. Gift? Noch einer. Zehn. So, weg ist er. Dann jetzt der letzte. So, du kannst dich hinter dem Felsen verstecken. Ich bin vergiftet. Ja, ich weiß, du bist vergiftet. Ich weiß. So. Dort kann ich genau schießen. So. Nein, runter. Da ist er. Wölf, guter Treffer.
Und noch 10, alles klar. Ich hasse Gift! So, wenn ich dort bin, kann ich nochmal zuschlagen. Schießen. Zack. Wer war das? Laskas Kopfgeldjäger, nehme ich an. Sie haben unseren Steckbrief. Nein. Der Rechtsfahrer will unsere Köpfe. Diese hier wollten dich lebend. Der Anführer hat eine Notiz bei sich. Die Versuche an dem Fund aus Mikram waren ergebnislos. Die Umstände haben sich geändert. Ich kann mich nicht mehr selbst darum kümmern. Gebt der Halbelfer eine weitere Dosis und bringt sie zu mir nach Mengbilla L. Lysanders Handschrift. Lysander? Der Kerl mit der Bernsteinbrille, dessen glatzköpfiger Freund dich gefoltert hat. Wir reisen nach Mikram. Vielleicht finden wir dort die Hinweise, die wir suchen. Du solltest uns bei Zeiten erzählen, was hier los ist, Großling. Tja, wenn ich das selber mal wüsste. Aber gut, was haben wir gekriegt? Gifte, ein Gürtel und Jagdpfeile. Okay, gut, nehmen wir doch alles mit. Und ein paar Dukaten auch. Und du save und ich speichere weiter. Droll 10. Droll 11. Nicht schlecht jetzt. Wir haben jetzt 25 Punkte hier nochmal gemacht. Und ich habe ja meine Tränke auch noch gar nicht genommen, ne? Der braucht noch ein bisschen, um das zu steigern, ne? Bringt auch nichts, ne? Einzige, die was steigern dann bis ist mein Hauptcharakter. Und zwar noch einmal Bogenschießen, genau. Und damit sind wir auf 22 und damit soll es noch besser treffen können jetzt. Gut. Dann gehen wir mal nach Mikram jetzt. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Forscherin. Und hier oben haben wir den Heiler. Und hier haben wir einen Händler. Dann gehen wir doch mal zum Händler zuerst. Was darf sein, Signorina? Was hast du denn Schönes? Du hast Jagdpfeile, du hast Bärenfallen, du hast Proviant. Und du hast Heiltränke. Und du hast Wundbinden. Wundbinden haben wir selber. Hier ist es Arachnae-Gift. Gleiches Gift, dass das Verdauungssekret Höhlenspinne gewonnen wird. Zieh das Gift in den Gürtel eines Helden, um es im Kampf zu benutzen und die gerade ausgerüstete Waffe zu vergiften. Benutzen Sie es auf den Helden, um die Hauptwaffe eines aktuellen Waffensets zu präparieren. Okay. Arax-Gift macht noch deutlich mehr. Ist deswegen auch deutlich teurer. Das könnte ich mir auch mal... Und dann habe ich noch Kukris-Gift. Gibt sogar Giftschaden. Okay. Falls ich mal mehr Unterstützung durch Giftschaden brauche, wäre das sicherlich was Interessantes. Ansonsten, Rüstungen, Waffen, nö, nur die Jagdpfeile zu verkaufen. Zur Not verkaufen wir die Gifte halt irgendwann auch, ne? Haben wir noch Rüstungen hier? Ah ja, wir haben ja noch diesen komischen, gewöhnlichen Gürtel. Den können wir wegpacken, brauchen wir nicht. Ah, Jagdpfeile können wir immer brauchen.
Das aber nicht kaufen. So, da fällt mir ein, Jagdpfeile, ne? Ah ja, hab ja noch 84 dran. Alles klar, gut. Gut. Heilung. Da muss ich wenigstens jetzt nicht sonst was. Ich meine, du hast 25 Astralpunkte. Der Zwerg braucht Sonnenlicht und der Südländer mehr Bewegung. Was kann ich sonst für euch tun? Okay. Sonnenlicht? Sonnenlicht? Du brauchst Heilung. Wir brauchen einen Heiler. Sieht ganz so aus. Gott. Zwei Silberstücke ist günstig. Dann brauche ich das nicht selber machen. Ja, Mizi, was ist denn, hä? Ja, nachdem die Katze ja immer aufs Mauspad gegangen ist, gesprungen ist und so, habe ich jetzt mal einen neuen Plan auserkoren, um die Katze nicht immer auf den Tisch springen zu lassen. Und der ist, ich habe einen Stuhl jetzt wieder neben den Schreibtisch gestellt. Und offensichtlich kommt der Stuhl super an, denn da kann sie sich wunderbar draufstellen. Zumindest die eine. Jetzt will die andere wahrscheinlich auch irgendwas. Tja, so ist das. Machen wir mit dem Quest weiter. Forscherin hier. Also. Raya zum Gruß, schöne Dame. Bemüht euch nicht. Mit Männern bin ich fertig. Vorerst. Telemache, okay. Halbelfe. Was verschlägt euch? Kurzversion. Halbelfe. Mhm. Die sieht aber komisch aus auf diesem Bild, wenn man mal vergleicht mit dem Bild. Was verschlägt euch nach Mingham? Ihr seid nicht von hier. Hesinde sei Dank. Ich bin Telemache, Forscherin aus Mengbilla. Was macht ihr dann in diesem Sumpfloch? Forschen. Ich untersuche einen alten Hesinde-Schrein im Dendrimwald. Okay. Wir möchten etwas lernen. Wir möchten etwas lernen. Okay. Aha. Hier kann man Zauber lernen. Okay. Hier könnte man Clarum Purum direkt lernen. Welchen könnte man noch lernen? Hexenspeichel. Ach. Okay. Heilt Verletzungen und bietet Schutz vor magischen Angriffen. Feuer und Giften. Bin mal gespannt. Also. Was steht da noch? Ein Ziel. Dauer 5 Runden. 10 Lebenspunkte werden hergestellt. Magische Schadensresi 10%. Feuerresi, okay. Na gut. Was hast du noch für Sprüche im Angebot? Also diese beiden oder was nur? Okay, ein Clarum Purum wäre natürlich auch nicht schlecht, zumindest zu lernen, ne? Ja, komm, dann haben wir ihn zumindest. Ob wir die 3 Punkte gleich ausgeben müssen für das erste? Sei mal dahingestellt. Na komm, geben wir sie aus. Dann habe ich zumindest noch einen Clarum Purum. Der Zwerg kann sowieso nichts lernen und ich kann da auch nichts lernen. Alles klar. Achso, nee, wir möchten noch mehr lernen. Wie wäre es denn mit Sonderfertigkeiten? Ah, du kannst auch Distanzzauber. Die Reichweite aller Zauber ist um 2 Felder erweitert.
Brauche ich aber noch Intuition für. Der Held kann im Kampf in jeder Runde einen mittleren Betrag von Astral... Ach, das ist natürlich wichtig. Astrale Regeneration. Dazu muss ich aber erst Charisma auf 15 kriegen. Um Gottes Willen. Okay. Charisma auf 18. Was hat sie denn hier noch? Zauberroutine. Hat große Erfahrung mit Wirken von Formeln. Zauber misslingen ihm deutlich seltener. Okay. Du kannst diese Fähigkeit bei einem Lehrmeister lernen. Okay. Zauberroutine. Na gut. Das sind eigentlich schöne Sachen, die man hier kriegt. Aber 600 Distanzzauber. Ich meine, nochmal weitere Distanz. Ob das unbedingt so notwendig ist. Um 1, um 2 erhöht sich um 3. Also ist immer noch mal ein Feld weiter. Gut. Gut, dann Halbelfe, ne? Was ist mit ihr? Sie wirkt, als wäre ihr Lebensfunke eingefroren. Sie heißt Salva. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Sie verschwand eines Tages. Einige sagen, sie sei nachts einem Mann in schwarzer Robe gefolgt. Aber die Leute sehen viel in der Dunkelheit. Eines Morgens fand man sie hier am Brunnen sitzen. Dieses sonderbare Loch in der Stirn. Seitdem hat sie kein Wort gesprochen. Sie isst, wenn man ihr befiehlt zu essen. Und schläft, wenn man sie schlafen schickt. Doch es scheint, als hätte sie jeglichen eigenen Willen verloren. Okay. Ich will mir Lesende das... mit euch. Hoffentlich. Ich will mir mal das Bild angucken. Hä? Ist... Ach, das ist die Halbelfe hier. Mhm. Mit dem Loch im Kopf. Noch etwas? Ja, klar, ne? Heilung für Salva. Ne, Moment. Wir sind Was frei. Ist an dem Schrein so besonders? Sagt euch der Eulig-Bund etwas? Diese amüsante Frauensekte? Die Euliken waren nicht nur Frauen. Aber sie haben die männlichen Götter aus ihrem Pantheon verbannt. Warum? Weil sie in ihnen die Ursache für das Chaos sahen. Ein visionärer Gedanke, wenn ihr mich fragt. Was ist denn daran visionär, ne? Also bitte, können wir helfen? Können wir euch bei euren Forschungen unterstützen? Ihr wollt mir helfen, das Rätsel der Euliken zu lösen? Unbedingt. Ich würde euch reich belohnen. Der Eulig-Bund hat hier im Süden für jede der 6 Göttinnen einen Schrein errichtet. Findet alle 6 Schreine. Sobald ihr sie gefunden habt, kommt zu mir nach Benivilla. Okay, dann heilen wir Salvo. Gibt es Hoffnung für Sie? Solange die Götter in Alberan wachen, gibt es immer Hoffnung. Aber noch haben wir keine Heilung gefunden. Das Mädchen hat noch eine Schwester. Niam, glaube ich. Aber ich habe sie hier lange nicht gesehen. Frag den Heiler Jolden, wenn ihr helfen wollt. Er kennt Niam besser als ich. Okay, Krankheit. Niemand weiß etwas über diese Krankheit? Nur so viel. Die Halbelfe ist nicht das einzige Opfer. Im Hersinde-Tempel von Mengbila werden weitere Fälle untersucht. Alle mit denselben Anzeichen. Mengbila, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern? Interessante Frage. Sie sind alle in gutem Alter, zwischen 15 und 30 Jahren. Und sie sollen alle gute Menschen gewesen sein, bevor der Fluch sie ereilte. Gute Menschen? Gute Menschen? Hatten ein gutes Herz. Alle sehr beliebt. Treue Diener ihrer Götter. Es scheint, dass dieser Fluch stets die Besten trifft. Haben die etwa Rattenpilze gegessen, oder was? Hesinde mit euch. Hoffentlich. Okay. Jetzt kann der Heiler uns noch was sagen. Okay. Ja. Niam? Wir suchen Niam. Niam? Was wollt ihr von der? Wir sind alte Freunde. Niam hat viele alte Freunde. Den wenigsten davon würde ich verraten, wo sie ist. Vor wem versteckt sie sich?
Ihre Feinde suchen Sie wegen angeblicher Wilderei. Ihre Freunde, weil sie Ihnen Geld schuldet. Zu welcher Partei gehört ihr? Wir brauchen eine Wildnisführerin. Wir untersuchen die Krankheit. Ja, machen wir das mal so. Wir wollen herausfinden, was mit ihrer Schwester passiert ist. Ah, das wird Niam freuen. Meistens treibt sie sich irgendwo im Dendrim-Forst herum. Hoffentlich ist sie bei Sinnen. Sollte sich lieber wieder um ihre Schwester kümmern. Okay, Niams Schulden? Niams Schwester, mhm. Niams Schulden? Wem schuldet sie Geld? Dem Schmied, dem Büttel, jedem anderen in Mikram, zwei Zwergen in Drohlsasch und vermutlich noch mehr Leuten in Drohl. Wozu braucht eine Jägerin so viel Geld? Sie hat hohe Ansprüche. Okay, Niams Schwester? Was glaubt ihr, ist mit diesem Mädchen geschehen? Salva, ein Jammer. Das Juwel unseres Dorfes. Immer fröhlich. Ganz anders als ihre verdorbene Schwester. Wenn ihr mich fragt, es steckt schwarze Magie dahinter. Was schaut ihr mich an? Was schaut ihr mich an? Ja, das. Da fragt der Zurbaran sich, hä? So, Dendrim-Forst. Wir finden Niam also im Dendrim-Forst. Ja, aber gebt Acht. Es sollen sich einige Rotpelze dort herumtreiben. Okay. Und Schlimmeres. Okay, gut, vielen Dank. Die Götter mit euch. Die Götter mit euch. Alles klar, ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Speichern. Roll 12, ne? Und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder spielen, das schwarze Auge Blackguards. Bis denn, ne?